Willkommen zum Gottesdienst an Heiligabend. Auch dieses Jahr feiern wir Weihnachten, aber eben anders. Doch das Wesentliche, das bleibt. Wir hören die biblische Weihnachtsgeschichte, wir hören Lieder und können diese zu Hause auch mitsingen. Das Text- und Liedblatt dazu finden Sie auf unserer Homepage. Und so verbinden wir uns heute und auf diese Weise mit vielen Frauen, Männern und Kindern in unserer Gemeinde. Und weit darüber hinaus. Menschen, die darauf vertrauen, dass Gott da ist in dieser Welt, mit seiner Liebe und mit seinem Trost. Auch uns gilt, was der Engel der Weihnacht den Hirten auf dem Felde zu Bethlehem verkündet hat. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welches Christus der Herr in der Stadt Davids. Möge diese Freude auch uns erfüllen und Gott jetzt bei uns sein. Wir feiern diese Christmette im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ewiger Gott, manchmal sehen wir Licht im Dunkeln und spüren den Hauch deiner Engel. Du bist da mit deiner Liebe und füllst unsere Herzen mit Hoffnung und Trost. Dafür loben und preisen wir dich. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Lasst uns beten. Ewiger Gott, hier sind wir nun und bitten dich, komm uns nahe. Sprich zu uns wie einst zu den Hirten. Lass uns dein Licht sehen in der Dunkelheit unserer Tage. Wir brauchen deine Liebe hier auf Erden. Wir brauchen deinen Segen hier bei uns und überall. Lass uns glauben, sehen, spüren, dass du schon hier bist und uns nahe kommen willst. Werde auch heute wiedergeboren in unseren Herzen. Amen.
Lesung aus dem Weihnachtsevangelium nach Lukas. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Haus und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welches Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Thank you.
Diese Nacht ist für viele Menschen so etwas wie der Höhepunkt des Jahres. Vielleicht der Höhepunkt des ganzen Lebens. Und ich glaube, das hat einen tiefen Grund. Der Grund ist eine große Hoffnung. Und diese Hoffnung erfüllt uns Gott heute Abend. Denn wenn Gott zur Welt kommt, wenn er ein Mensch wird, wie jeder andere Mensch auch, dann bedeutet das ja, in dieser heiligen Nacht erfüllt uns Gott. Schon die ersten Worte, die wir in der heiligen Nacht von Gott hören, treffen uns mitten ins Herz. Der Engel spricht: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Heiland, das ist der fühlende Gott. Er ist auch nur ein Mensch. Er isst und trinkt. Er sehnt sich, hat Schmerzen, wird angefeindet. Er gibt und bekommt Liebe. Ja, in Jesus erfüllt uns Gott. Es ist nicht leicht, ein Mensch zu sein. Und die einen sind voller Furcht, wie ihr Leben weitergehen soll. Vielleicht haben sie einen Menschen verloren oder ängstigen sich um ihre Gesundheit. Fühlen sich jeden Tag unsicherer in dieser Pandemie, die unser Leben gerade grundsätzlich verändert. Andere dagegen blasen sich auf und versetzen uns in Furcht und Schrecken. Plötzlich sehen und hören wir wieder, dass Juden in Deutschland Angst haben. Und das ist entsetzlich. Oder Menschen schlagen sich, wenn sie sich benachteiligt fühlen. Ja, es ist schwer, ein Mensch zu sein. Manche geben sich auf, andere wollen immer mehr. Da kann man sich schon fürchten. Muss man aber nicht. Denn fürchtet euch nicht, sagt der Engel, euch ist heute der Heiland geboren. Heiland, das ist der fühlende Gott. Er ist wirklich ein Mensch wie Sie, wie ich. Und weil es oft so schwer ist, ein Mensch zu sein, da brauchen wir Hilfe. Hilfe von Gottes Heiland. Menschen können leben, wie er lebte. Wir können es wenigstens versuchen. Das Wichtigste dabei ist, dass wir nicht nur uns fühlen, auch andere haben ein Herz. Sie fühlen auch und haben Furcht. Sie leiden an manchen wie wir. Vielleicht wollen wir uns andere erst einmal gar nichts Böses, auch wenn es so wirkt, sondern sie wollen nur irgendwie durchs Leben kommen, sich behaupten, nicht einfach untergehen. Wir haben dann einen kleinen Vorteil. Wir wissen darum, wir können aufpassen, dass wir nicht mit gleichen Mitteln antworten, sondern erst einmal ganz tief Luft holen. Und so stelle ich mir den Heiland vor, wenn er angegriffen wurde mit Worten. Das gab es ja. Dann hat er vielleicht erst mal ganz tief Luft geholt und sich gewünscht: Ich will jetzt nicht auch so antworten, will nicht böse werden. Ich will jetzt einen möglichst guten Geist bewahren mit Gottes Hilfe. Und erst dann hat er gehandelt, geantwortet, so friedlich wie möglich. Ja, Menschen können das. Sie können nicht nur bitter und böse werden, sie können auch gütig sein und freundlich bleiben. Auf der Arbeit, im Verein, als Nachbar oder in der Familie. Wir müssen nicht mit Wucht oder Wut leben. Wir können etwas, was der Heiland auch konnte. Wir können für unsere Fehler um Verzeihung bitten
und wir können verzeihen. Vielleicht ist dies das Menschlichste, was es gibt, einander um Verzeihung zu bitten, einander verzeihen. Vergebt einander, bittet der Heiland, der auch nur ein Mensch war mit Gefühlen. Vergebt einander im Namen Gottes. In der heiligen Nacht, da erfüllt uns Gott. Jesus fühlt, wie ein Mensch fühlt. Er spürt selber, dass es nicht leicht ist, ein Mensch zu sein. Dass Menschen sich oft fürchten in der Welt, fürchten vor sich und vor anderen. Es geht aber auch anders, weiß der Heiland. Niemand muss böse sein, nachtragend, streitsüchtig. Wir können mitfühlen mit Menschen, weil wir uns selbst fühlen. Wir können mit Armen teilen, können Kranken und Alten etwas Zeit schenken, können sehen, wie sich Menschen plagen, aufrecht leben zu können und können einander beistehen, mit kleinen Kräften, aber mit Gefühl. Das macht das Leben weniger schwer. Und so wie Gott uns erfüllt, da erfüllen wir einander und haben einen Sinn unseres Lebens. Wir nehmen einander etwas Furcht vor dem Leben, wo immer es geht. In der heiligen Nacht, da erfüllt uns Gott. Wir werden zum Engel, der anderen zeigt: Fürchtet euch nicht, ich bin bei euch, heute Nacht, morgen bis zum Ende der Welt. Amen. Frohe Weihnachten Ihnen und euch allen. Lasst uns beten. Ewiger Gott, zur Welt gekommen in einem kleinen Kind in der Krippe. Du teilst unser Leben mit all seinen Freuden und Sorgen. Du kennst all das, was uns Menschen bedrückt. Und da gibt es so viel. Darum bitten wir dich für alle Menschen in Not, hier und in der Ferne. Steh ihnen bei mit deiner Kraft. Schenke ihnen das Licht deiner Liebe. Wir bitten dich für deine wunderbare und bedrohte Schöpfung, für all die Lebewesen, die mit uns diese Erde teilen und ohne die wir nicht leben können. Gewähre ihnen deinen Schutz. Wir bitten dich für alle Menschen und für deine ganze Schöpfung um den Frieden, den nur du geben kannst, ewiger Gott. Frieden, der in die Welt kommt, wie ein kleines Kind in die Krippe. In Jesu Namen, da beten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen allen nun ein friedvolles Weihnachtsfest. Lasst uns an diesem heiligen Abend viel stiller feiern, als wir es vielleicht sonst getan haben. Empfangen wir Gottes Segen und stimmen gemeinsam dann in das Lied ein, Stille Nacht. Es segne bitte euch alle, der Allmächtige und Barmherzige, der liebende und tröstende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.